bin gerade überlegen, ob wir die Hyänen mal attackieren sollten. Oh. Okay, die sind auf jeden Fall viel zu stark. Viel zu stark. Okay. Hier haben wir eine Schnellreise, die holen wir uns noch. Der Wind wird stärker. Nicht gut. Geil. Ich glaube, da hinten kommt ein Sandsturm hier, wow. Kann das sein? Okay, wir schaffen das Buch jetzt mal zurück. Ja, die kommt immer näher. Was ist das? Cool. Wir sehen jetzt quasi auch Fata Morganas. Aus dem Weg! Wow. Medjay, großer Krieger, komm! Ich verkauf dir, was du willst. Du brauchst was, ich hab es. Wenn ich es nicht hab, brauchst du es nicht. Reda hält dir den Rücken frei in diesem verlassenen Land. Du bist doch nur ein Junge. Wie bist du an so einen Schatz gekommen? Gepflückt vom uralten Sand der Wüste, den versunkenen Schiffen des Nils, von Hand veredelt von Jungfern der Götter. Waffen geschmiedet in nubischen Minen, persische Juwelen und assyrische Schätze. Ich hab sie alle. Verstehe. Du bist weit gereist für dein junges Alter. Kann man sagen, Neb. Ich hab schon sehr viele Wüsten mit meinem Kamel durchquert. Lass mich sehen, was du hast. Komm, sieh dich um.
Wenn du willst, guter Neb, habe ich auch noch andere Aufgaben. Okay. Zeig der Standort von Röder und dem Händler. Sehr seltene Gegenstände im Angebot. Das sein soll, wenn jede Woche ändert. Jede Woche? Real Life jede Woche? Okay. Gucken wir doch einfach mal. Kohle in Stoffkristall. Mysteriöse Gegenstand enthält eine Waffe oder ein Schild, das selten ist, selten oder legendär oder manchmal etwas Wertvolleres. Gib den Weg frei! Okay. Pass mal auf, das machen wir mal. Verkaufen. Ne, dann müssen wir erstmal. Ausrüstung, gehen wir erstmal hier rein. Alter Jagd. Was ist dieses Anheften? Lösen, Anheften. Na gut. Haben wir hier noch Metallschild, Bronzeschild. Ein Kampfwiderstand. Nahkampfwiderstand. Einfacher Spaten. 96. Fähigkeiten haben wir glaube ich auch wieder ein, ne? Ja. Achso, noch zwei, okay. Gut, verkaufen. Unnötige Gegenstände. Hanım ist eine Fee.
tío, apto worke hetwewi. Ja. Er hat noch feru. So. Jetzt können wir kaufen. Die Truhe. Boah. Legendärer leichter Bogen, Stufe 9. Das hat schon auf jeden Fall gelohnt. Das hat sich gelohnt, ja. Da wir auch schon Stufe 9 sind. Da. Boah. Der macht 110, der macht 178. Adrenalin beim Töten, Gesundheit bei Treffer. Schlecht, okay. Gut, jetzt ist mir hier hoch. Dein Vater uns verlassen? Sein Leben ist vorüber. Er war zu schwach, um auf deine Rückkehr zu warten. Dann möge er in Frieden ruhen. Er hatte große Angst, dass sein Ka den meiner Mutter nicht finden wird. Wo ist seine Leiche? Es ist noch nicht zu spät. Du bist wirklich ein Geschenk der Götter. Er empfängt gerade die Riten im kleinen Tempel. Gut. Im Kleinen, nicht im Großen. Da. Ist schon wieder Nebenquest. Seltsam, wie diese Leichen hier einfach rumliegen. Der Balsamierer wird mehr wissen. Alter Mann, dein Buch. Möge es dich zu deiner Frau führen. Das Totenbuch. Dann haben wir das hier noch. Mama Outlier. Da. Eine Schande, dass die drei Toten vernachlässigt werden. Was ist denn? Sie wurden gerade gebracht, Magi. Eine ganze Familie starb durch das Schwert. Nur ihre Tochter Iras hat überlebt. Sie brachte einen nach dem anderen her. Armes Ding. Sie ist jetzt ganz allein. Tragische Geschichte. Allerdings. Wo ist sie jetzt? Du findest sie bei den verlassenen Dattelpflanzungen bei der Straße. Dort, wo ihre Familie starb. Diese Iras würde ich gerne einmal kennenlernen. Dahin noch, okay. Na, nicht vergiften, ach Mensch. Verdammt, beschützt den Nerv! Du
Ich beschreien. Breng dich um! Zu stark, der Bastard! Ja! Warum die jetzt auf mich geschossen haben. Gemeinsam! Aus dem Weg! Hey, halt deine Waffen bereit, klar. Bloß nichts riskieren. Arbeitet zusammen! Du kannst nicht fliehen! Okay, ich habe ein paar Tischen im Weg. Jetzt gucken wir noch mal hier hinter. Zum Hof der Familie. Soldaten, Sie suchen bestimmt nach Iras. Ich tauche unter. Und Sie hoffentlich auch. Thank you.
Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Findet das Mädchen! Sophronius wird uns für unsere Arbeit belohnen! Der Erste, der sie findet, bekommt eine Extra-Ration Bier! Irgendeine Spur? Hey, was? Tja, wer weiß, ob es hier sicher ist. Noch nicht. Immer nur tragen, wenn sie komplett down sind, ey. Noch nicht. Sie ist im Brunnen. Wenn die Soldaten sie gehört haben. Zeig dich einfach. Den Rest erledige ich dann schon. Friede sei mit dir, Iras. Ich möchte nur mit dir reden. Der Letzte, der das sagte, hat meine Familie ermordet. Ich möchte dir helfen, Iras. Woher kennst du meinen Namen? Ein Priester erzählte von dir. Ah. Dieses Land gehört schon ewig meinen Leuten. Aber bisher lag es brach. Ein Soldat kam zu uns und sagte, sein Meister hätte einen Kaufvertrag. Mein Vater wollte ihm das alles nicht überlassen. Dann... Ja, den Rest kennst du ja bereits. Was wirst du tun? Dieser Hof ist mein Erbe. Ich werde ihn bestellen, solange ich kann. Ich sorge dafür, dass die Soldaten dich in Ruhe lassen. Wenn du willst. Das Haus, von dem sie sprachen, liegt nordwestlich von hier, an der Straße nach Alexandria. Okay. Im Fall der Fälle! Sag, dass ich dabei starb, das Vermächtnis meiner Familie zu bewahren. Ja, mach ich. Oh, hier hat ein Feuer schon gemacht, dass es schön warm hier ist. Ich habe nicht um Hilfe gebeten. Das Ding jetzt dann.
Jo. Tja, jo. Schon ganz schön. Riesig die Map. Okay, und hier brechen wir jetzt ein, oder? Ist das richtig? Ich habe mir hier oben geknifft, ja. Okay, hier scheint keiner zu sein in dem Eingang. Da ist nur einer. Okay. Wow. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Echt bescheuert, man kann die nicht tragen, wenn die noch leben. Brief auf feinem Papyrus. Waren nicht noch gefangen? Nee, ne? Es werden gerade ganz schön viel. Ich hole die wieder ab. Gut. Hui. Entschuldigung. Wow. Ha! Oh. Gibt's auch Krokus? Wieso? Ah.
Mögen die Götter mir helfen. Ich komme zu dir, Arya. Ist der Vogel jetzt abgestürzt oder was ist das? Sie gehen ja nicht so nah an das Wasser ran. Wissen doch, dass da Krokodil und so. Pelikane. Ist anders vegan, ist egal. Es gibt so viele Tiere. Ich würde sagen, ich mache erstmal hier an der Stelle einen Cut und sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. Ciao.